Herzlich willkommen bei K-Man und Flexi! Und vorhin hat uns ein Fan darauf hingewiesen, dass sich heute John Pogue mit einer anderen Person trifft, Leute, Mann! Es gibt ein geheimes Treffen mit John Pogue und irgendjemand und das Ganze wollen wir natürlich überwachen und zwar mit Drohne! Vielen, vielen Dank, Sophia, dass du den Mut hattest, uns diesen wertvollen Geheimtipp vorhin persönlich zu sagen und danke, dass du unser Fan bist und danke auch an euch da draußen! Und deshalb, Leute, liked jetzt das Video und schreibt Drohne in die Kommentare! Wir werden dieses Treffen heute mit der Drohne überwachen. Wenn ihr ein Fan seid, schreibt doch gerne FAN in die Kommentare. Oder schreibt Treffen in die Kommentare. Ihr dürft alles in die Kommentare schreiben. Ja, Hauptsache ihr schreibt einen Kommentar und lasst ein Like da. Hier, Mann, die Drohne ist an, Mann. Wir werden sie jetzt gleich starten, oder? Wir müssen, Mann, bevor das Treffen vorbei ist. Auf geht's! Hui. Die Drohne ist jetzt in der Luft und wir suchen John Pogue und eine weitere Person. Also wir suchen zwei Leute auf John der Kamera. John Pogue soll sich mit jemandem treffen. Wir wissen nicht mit wem. Aber wir wollen das Treffen sehen und zwar aus der Luft mit der Drohne. Ihr seht, wie groß dieses Gebiet ist, Flexi. Wo sollen wir anfangen? Wo sollen wir gucken, Mann? Vielleicht da unten in diesem Baumgarten? Da können sie sich gut verstecken, seht ihr das? Leute. Sieht aus wie so eine Pfeilspitze. Ist da vielleicht John Pogue? Falls euch etwas auffällt, schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da. Ihr wisst nämlich, ihr seid unsere besten Fans, Leute. Deswegen Fan, FAN in die Kommentare. Let's go. Flexi, Mann, hier unten, da sind nur Bäume. Wie nennt man das? Baumschatten? Ja, aber man kann sich auch gut zwischen Bäumen verstecken. Das heißt, John Pogue und die andere Person kann da sein. Wir haben jetzt vor einer Woche unsere Drohne gecrashed. Es ist unsere neue Panzerdrohne. Ihr wisst Bescheid, ich habe keine Lust, sie nochmal zu crashen. Nein, nein, bitte, bitte. Ich fliege da höchstens nur vorbei, rüber. Aber wir können mal hier ganz hinter den Hügel schauen. Soll ich mal rumfliegen? Es kann auch ein gutes Treffen stattfinden hinter einem Hügel. Das stimmt. Ist da jemand? Nee, ich sehe keinen. Siehst du jemand? Da ist überhaupt niemand. Da ist gar keiner, Mann. Unser Stadtteil ist sowas von menschenleer. Oh, da läuft jemand. Oh, da ist jemand! Ist da vielleicht John Pogue, Mann? Ist es John Pogue? Oder die Person, die sich mit John Pogue jetzt trifft, auf dem Weg dorthin ist. Ich flieg näher. Vielleicht laufen die gerade zum Treppen. Und das ist Schwein! Das ist Schwein an der Leine! Das ist Schwein an der Leine, Mann! Warte. Nein! Aber Flexi, komm schon. Das sieht aus wie ein richtig dickes Schwein. Das ist ein richtig dicker Hund. Nein, das ist ein Hund, Cayman. Aber so ein dicker Hund, der aussieht wie ein Schwein. Ich bin erschrocken. Ey, Leute, tut mir leid. Ich dachte, da führt jemand nur seinen Hund, Gassi. Mehr nicht. Das ist weder John Pogue noch ein Schwein. Guck mal, Flexi, wo könnte er sich verstecken? In einem der Hochhäuser oder was? Ich flieg mal da weiter vor. Ja. Aber ich sehe noch niemanden. Keine einzige Person. Keine Person. Hey, da liegt was! Da liegt was. Das auf dem Acker liegt was? Einfach irgendein Hinweis? Guck mal, alles ist braun, aber das ist was völlig anderes, schwarz, was da gar nicht dazugehört. Orange, das könnte sein. Soll ich mal näher finden? Ja, auf jeden Fall. Das passt nicht ins Bild. Das passt doch nicht ins Bild. Was ist denn das? Ich kann es so schwer erkennen, Leute. Mann, was ist das? Oh. Warte mal, oder? Sind das etwa die neuen Nerf Gilfights? Was? Die neuen Nerf Blaster von Hasbro? Gilfire! Hey, die haben wir doch auch hier! Hier sind sie, unsere neuen Nerf Pro Gilfire Blaster! Und das Coole darin ist, dass die Nerf-Kugeln beim Aufprall platzen! Das sind nämlich Gelkugeln, die müsst ihr ins Wasser legen, dann werden die schön groß und quillen auf. Dann füllt ihr die hier oben in die Trichter. In meinen passen 800 Kugeln 800 rein. 800 Kugeln? Bei mir passen nur 300 Kugeln! Was? Deswegen, wow. Ich habe nämlich den neuen Nerf-Gelfire Mythic. Und ich habe Legion. Das ist wirklich ein super, super toller neuer Nerf Blaster. Ihr seht es. Meiner kann vollautomatisch oder halbautomatisch die Gelkugeln abfeuern. Wie krass ist das denn? Und meiner hat eine Federspannung und braucht überhaupt keine Batterien. Was? Bei mir ist ein Akku enthalten, den du jederzeit wieder aufladen kannst. Also komplett wiederverwendbar. Wow. Und noch krasser ist, in jeder von diesen beiden Packungen ist eine originale Nerf-Brille dabei zum Schutz der Augen. Es gibt nichts Besseres, Flex. Ich freue mich so, dass wir die neuen Nerf Pro Gelfire-Blaster. Vielen, vielen Dank, Hasbro. Ist was ganz Neues und ist jetzt auch überall erhältlich, glaube ich. Man, Gelkugeln, die beim Aufprall. Was ganz Neues. Ich habe so viel Spaß daran. Alter, Flexi, wir müssen weiterfliegen. Let's go. Alter, Mann, das sieht ja richtig cool aus. Was ganz Neues. Weiterfliegen, Mann, es geht weiter. Wir suchen Danke, Hasbro. Danke, und eine zweite Person. Zwei Leute suchen. Ein Treffen, ein geheimes Treffen. Weißt du, warum wir auch nichts finden? Weil es ja ein geheimes Treffen ist. Deswegen bin ich zu unserem Drachenspielplatz. Ich will aber unbedingt unseren Drachenspielplatz. John Pogue war doch letztes Mal auch auf dem Spielplatz. Wednesday Adams waren da, Super Mario, alle sind da. Und da unten, wo denn? Da unten ist, da sind nur Leute. Hey, da ist kein da Mensch. Da sind nur Leute, die spielen, Mann. Habt ihr irgendwo hey, was John gesehen? John Pogue spielt nicht, das weißt du ganz genau. John Pogue ist sehr gefährlich. Da unten, wo? In der Mitte. Hey, da ist jemand. Da läuft jemand. Und alleine. Soll ich mal näher fliegen? Ja, auf jeden Fall. Ja, wo
Okay, schwarzer Mantel, das könnte sein. Schwarzer Mantel ist ein sehr gutes Zeichen. Oh, ist es der? Ist es schon Po? Es sind zwei Ohren. Seht ihr die Ohren? Aber wir müssen uns ganz sicher sein. Wir müssen uns ganz sicher sein. Es ist schon Po. Was macht schon Po? Er geht spazieren. Wandern, laufen, alleine. Geht er wirklich spazieren oder läuft er zum Treffen? Sophia, unser größter Fan, wie ihr da draußen auch, hat gesagt, er trifft sich jetzt mit jemandem. Mann, vielen Dank, dass ihr unser Video schaut. Daumen da lässt. Schreibt Fan FAN in die Like das Video jetzt. Wir haben John Pork endlich gefunden. Und der heiße Tipp ist, er trifft sich jetzt mit jemandem. Das heißt, er läuft durch die Wiese auf den Weg und läuft jetzt kerzengerade den Weg entlang. Auf den Weg, wenn sich er mit jemandem trifft. Du hast sowas von recht. Krass. Ich bleib dran. Wahrscheinlich am Ende des Weges ist die Person, mit dem sich John Pork trifft. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Geht er links lang, also geradeaus? Oh, ah, oh. Da ist noch jemand! Ah, wer ist das denn? Was geht jetzt ab? Ihr seht, das ist eine rote in der roten Jacke, genau. Geh mal näher zu der. Ja, warte, Flex, das ist Stromkalt. Ich muss vorne. Wer ist das denn? Alter. Schau mal, geht die... Was, wohin? Nee, die folgt dem. Die folgt dem! Die folgt dem, bitte. Soll ich sind noch rot? Was sind das? Pinke Haare? Pinke Haare? Wer hat denn pinke Haare? Alter, ich weiß nicht. Wir sehen sie nicht von vorne, Leute. Kein Gesicht. Es ist zu eng, damit der Drohne zu fliegen. Ihr seht die Drohne im Schatten. Leute, rote Jacke, pinke Haare. Wenn ihr wisst, wer das ist, ich mache jetzt mal mit ganz krankes Manöver. Ganz krankes Manöver. Oh mein Gott, aber schau, dass uns niemand erkennt. Ja, und dann drehe ich mich jetzt um. Warte, wer ist das? Ich muss das Gesicht sehen. Oh mein Gott. Da, ein Radfahrer. Junge, dass der sich nicht erschreckt. Da, jetzt gut. Die Person versteckt. Wow. Hey. Oh mein Gott. Oh Leute. Das ist auch ein Schwein mit pinken Haaren. Das weibliche ist John Pork. Sag mir jetzt nicht, das ist John Porks Schwester. Laber nicht. Weil John Pork hat eine Schwester. Stimmt, warte mal. Die hieß Lola oder irgendwas. Lola Pork. L-O-L-A-P-O-R. Weil sie Geschwister sind. Deshalb heißt sie John Pork mit Lola hinter. Pork ist der Nachname. Pork ist der Nachname. Nein. Hä? Will sich dann John Pork mit Lola Pork treffen? Aber warum verfolgt er sie ihn? Nein, das muss was anderes bedeuten. Sie folgt ihm zu dem Treffen. Er will sich mit jemandem treffen, aber sie will es verhindern. Oh, wie nah! Schau mal, wie nah Lola Pork an John Pork dran ist. Alter. Hat sie keine Angst? Alter, warte. Schau mal, ich weiß nicht. Ah! Nee, doch nicht so. Sie hat doch Angst. Sie wollte, hat er sich aber überlegt, es nicht zu machen. Sie ist die kleine Schwester und sie hasst ihren großen Bruder. Oder sie hat Angst, weil der Bruder hasst ihn. Ihr wisst doch alles, John Pork ist sehr gefährlich. Alter, Leute, wir wissen gar nicht, was abgeht. Hasst John Pork Lola oder mag Lola John Pork? Oder Lola Pork hat Angst. Ja, weiß ich ja. Halt, schau mal, die verfolgt immer noch. Aber der checkt's nicht. Und wohin? Die trifft sich an so einem Hügel mit irgendjemandem. Es muss gleich zum Treffen kommen, Leute. Wenn sich John Pork umdreht, dann sieht er sie doch. Unsere Drohne. Oh mein Gott, schau, wie vorsichtig Lola Pork ist. Ah, jetzt! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, er ist sofort erkannt. Er ist sofort aggro. Was machen die? Sie streiten. Die streiten sich. Aber die sind Geschwister, die sich streiten. Gesehen. John Pork, es geht von John Pork aus. John Pork hat Lola gegeben. Das bedeutet, John Pork hassen Lola. Hey, die hassen sich, obwohl sie Geschwister sind. Das ist Bruder und Schwester. Alter, ist... Hast du Wednesday Adams nicht auch einen Bruder? Ich weiß es nicht. Oder? Die streiten sich. Die diskutieren. Getrennt. Du weißt doch, wo die aufgewachsen sind. Die wurden getrennt in so einem Schweinestall. Alter, nein. Was kickt, ist das? Die kickt. Spul zurück. Wenn sie oh mein Gott. Lola ist ja aggressiv. Ah! Jetzt hat John Pork zurückgekickt. Lola. Die Geschwister, die streiten. Wer ist älter? Wisst ihr das irgendwas über die Schwester? Wer ist ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, die diskutieren aber heftig. Mann. Schade, dass wir nicht hören, was die da besprechen. Die streiten sich ohne Ende. Hier, ich zeig auf dich. Du bist schuld. Du bist schuld! Alter, aber ihr seid die größten Fans! Lasst ein Like da! Er folgt ihr, sie rennt! Sie will weg! Alter! Aber er verfolgt ihn! Der dreht den Spieß um, Freunde, das ist zu krass! So John Pork verfolgt jetzt sie? Ich check gar nichts mehr. Und wo kommt auf einmal Lola Pork her? Oh. Kannst du mir das mal sagen? Geh mal. Die streiten sich ohne Ende! Die ist genauso verrückt und so ein Psychopath wie John Pork! Ich glaub John ich Pork. Auch, Mann! Wir sind doch Geschwister! Guck euch auch die Frisur an! Völlig in Sie hat doch die kleinen Gene! Die gleichen Gene wie er. Alter, er rennt, er will abhauen. Jetzt rennt er. Junge, es ist krass. Wo soll ich dranbleiben? An ihm oder an ihr? Weiß ich nicht, an beiden. Ah, sie kommt. Jetzt geht es... Nein, die fighten, die kämpfen. Was machen die denn jetzt? Handgreiflich wie eh und je, ihr kennt es. Oh mein Gott, und wir haben alles im Kasten mit der Drohne. Beruhig dich schon, sagt sie. Mach mal, jetzt werden sie ruhiger. Werden sie ruhiger. Ich muss dir was erzählen. Es geht um unser Erbe. Unsere Eltern wollen das Haus uns teilen, aber du willst das Erbe irgendwie nicht, oder? Schade, dass wir es nicht hören. Das ist deine Vermutung. Das ist meine Interpretation. Mein weiß ich. Vermuten, was ist jetzt? Guten Stein. Nein, wir setzen dich hin. Hä?
Der legt sich jetzt auf den Boden. Der strampelt mit den Beinen in der Luft wie ein kleines Baby. Halt, was macht sie? Was? Ah! Leute, habt ihr das gesehen? Spult mal sofort. Ihr müsst jetzt zurückspulen. Der hat eine Perücke auf. Natürlich. Schweine haben ja keine Haare auf dem Kopf. John Pork hat Alter, auch keine Haare. Pervers ist es, wie perfide, Mann. Die hat eine Perücke an. Ja, nein, sie will halt schöne Haare haben. Und aber die macht sich dadurch eine Perücke an. Weiblich? Durch eine Perücke? Natürlich. Ja, warum nicht? Lass sie doch ihre schönen Haare. Krank, Mann. Wenn sie krank ist, ist sie noch. Nein, Schweine haben keine Haare. Alter, der nimmt die Perücke weg. Ich raste das aus. Ist nicht, das ist böse. Junge, ist es schlimm. Das ist böse. Guck John mal. Pork, schau mal. Wie? Oh mein Gott, der spielt jetzt mit der Perücke. Was geht jetzt da, Mann? Und ich glaube, sie mag das nicht. Sie mag keine Glatze haben. Alter. Weil sie ist ein Mädchen und will ihre pinken Haare. Aber was macht der denn nicht? Hey, der liegt. Junge, der John Pork ist echt krank. Wieso geht der jetzt? Jetzt merkt mir richtig, dass John Pork ein Psychopath ist. Und sie will nur die Perücke zurück. Oh mein Gott. Aber ich weiß immer noch nicht. Wie habe ich jetzt Mitleid mit Lola Wer Pork? Ist der Bösere? Ist John Pork böser oder das Lola Pork? Das siehst du doch. Schau doch mal, was er mit der Perücke John macht. Pork, ja. Ich krieg Mitleid mit Lola Pork. Aber der hat mir nicht gehört, was sie gesagt hat. Vielleicht hat das sie mir erpresst. Vielleicht hat sie John Pork erpresst. Und John Pork muss so handeln. Mann, wir hören es nicht. Oh mein Gott, sie hat ihre Perücke. Sie hat ihre Perücke wieder. Und schau mal, sie umklammert sie richtig. Sie gibt die Perücke. Ja, einfach. Ja, hier, keine Haare. Süß, Mann. So ein süßes, kleines, freundliches Schwein mit sympathischen Augen. Ja, ja, das könnte aber, der Schein könnte trügen. Im Vergleich zu John Pork. John Pork hat so rote Augenringe und alles. Und sie ist schwarz gekleidet. Sie hat so eine hübsche rote Jacke an ein bisschen und so weiter. Sie rennt jetzt mit der Perücke weg. Lippenstift sogar habe ich gerade gesehen. Guck dir das an. Oh, rote jetzt Lippen. Zieht sie ihre Haare wieder auf. Die Arme, Mann. Ja, jetzt ist sie wieder Lola Pork. Ah ja, jetzt ist sie Lola Pork und sie geht weg. Und was ist mit John? Weiß ich nicht. Sollen wir an ihr bleiben? Sollen wir an ihr bleiben, an Lola, oder sollen wir zu John Pork fliegen? Oh mein Gott, ist schwierig. Lola Pork, sie rennt auf jeden Fall weg. Höher gehen. Halt. Oh, sie dreht sich nochmal. Sie hat sich umgedreht, ob John Pork sie verfolgt. Und was macht John Pork? Wir folgen weg. Er geht. Hä? Die gehen jetzt getrennte Richtungen. Getrennte Richtungen. Oh mein Gott. Was macht John Pork? Der denkt nach. Ah! Nein! Nein! Doch mal, Freunde. Oh, immer das Gefährliche. Irgendwann kommen wir zu nah. Und John Pork hat uns entdeckt. Und, er folgt und jetzt rennt er auf Drohne hinterher. Der zeigt auf uns. Er hat nein. Gib mal sein Klassiker. Ja, weil er uns gesehen hat. Move, dieses Alter. Treffen wollte er geheim wie halten. Wie beim Wrestling gibt es immer diesen einen Finisher-Move, Mann. Finisher-Move. Paki-Taki, Alter. Was? Fliegen wir aber mal zurück. Zurück zu Lola. Was macht sie? Nein, die hat uns auch auf uns. Flexi, das bedeutet, jetzt hat uns beide. Wenn beide Haare auf den Kicker haben. Was ist, wenn die herkommt, Flexi? Wir müssen die Drohne sofort landen. Was ist, wenn sie herkommt? Jetzt sofort! Wir müssen sie landen, oder? Jetzt kommt irgendjemand. Wer ist? Alter, wenn beide kommen? Alter, lass Leute da, Drohne landen, Drohne landen! Halt dich, Cayman, lande mach endlich ich doch, die Flexi. Drohne, ich komm nicht schneller, geht nicht schneller. Hier wo ist die Drohne? Wo ist die hol Drohne? Hol sie, Flexi, Mann, hol sie! Ich hol sie, oh mein Gott, was ist denn los? Cayman, Mann! Komm, oh mein Gott! Ihr habt's gesehen, Lola Pork und John Pork sind beide auf dem... Was ist, wenn einer herkommt? Alter, was? Hört ihr das? Nein. Da klingelt es an. Nein. Das hat an der Tür geklingelt. Nein. Der Hund bellt auch schon. Nein. Wir müssen nachgucken gehen. Los. Alter, wie schnell sind die hier? Mann, beide sind hier. Wie schnell geht das? Lola Pork und John Pork. Dann heißt es 2 gegen 2. Hä? Das ist Pink. Das ist Lola Pork. Ist das Lola Pork? Was macht Lola Pork und die Schwester? Nur Lola Pork. Ohne John Pork. Ist die alleine da? Ist doch Lola Pork. Ist es Lola Pork? Lola Pork, Freunde. Mann, jetzt gesehen, Freunde. Wir müssen aufmachen. Vielleicht ist sie wahnsinnig. Wir wissen es doch nicht, Mann. Und was ist, wenn sich John Pork dahinter versteckt und zu uns kommt? Das trojanische Pferd. In 3. Bist du wahnsinnig, Mann? 1. Nein.